Für Fahrgäste der Busstrecke des Kapfenberger Ortsteil Rethfeld nach Turnau oder Mariazell war bisher schon am Europaplatz Endstation. Zur Abfahrt am Bahnhof ging es nur zu Fuß weiter. Für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen eine ziemliche Hürde. Wir haben das verstanden und haben das aufgegriffen und haben die Viertakt beauftragt, mit dem VG zu reden, mit Laun zu reden, dass wir das anders organisieren können. Und das Ergebnis ist ein gutes, muss ich sagen, weil jetzt kann man unten aussteigen und unten auch wieder einsteigen oder man braucht gar nicht aussteigen, wenn es der gleiche Bus ist. Die neue Variante wird ab Oktober befahrbar sein. Dieser rasche Lückenschluss im Kapfenberger öffentlichen Verkehr war durch die vor wenigen Jahren gegründete Viertakt GmbH möglich. Dadurch kann Kapfenberg gemeinsam mit 13 weiteren Gemeinden den Verkehr in Absprache mit dem Land Steiermark selbst regeln. Mein Credo ist es generell, dass es in der Politik zu wenig ist, nur zu fordern oder Versprechungen abzugeben, sondern es geht immer um eine konkrete Unterstützung und um eine möglichst rasche Umsetzung. Und dass das auch bei diesem Projekt nun wieder so gelungen ist, das freut mich natürlich sehr. Da möchte ich mich auch bei allen Verantwortlichen herzlich bedanken und die Pensionistenverbände aus Mariazell, aus Turnau und aus Dörl, die vor wenigen Wochen bei mir waren und auf dieses Problem uns aufmerksam gemacht haben, die werden sich natürlich auch sehr freuen. Das Interesse am öffentlichen Verkehr hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wie die Zahlen aus dem MVG-Büro belegen. Wir verkaufen ja das Klimaticket Steiermark und das Klimaticket Österreich. Und wenn man das Klimaticket Steiermark hernimmt, wir haben früher 600 Jahreskarten in unserem Büro verkauft, von den unter Anführungszeichen alten Verbundtickets. Und jetzt verkaufen wir allein im ersten halben Jahr schon 3.100 Klimatickets Steiermark. Das heißt, die Zahlen haben sich ungefähr verfünffacht, versechsfacht in diesem Zeitraum. Und das ist wirklich sensationell.